Rentenversicherung überweist Rente nicht. Was kann ich tun? Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Hier eine Mail von einer besorgten Kundin. Hallo liebes Rentenbescheid-Team. Es ist hanebüchen, wie die DAV mit Rentnerinnen umgeht. Jeder muss in unserem Land seinen Job machen. Das erwarte ich auch von den Mitarbeiterinnen der DAV. Unfreundlich waren die nicht, aber es war auch nicht für mich zufriedenstellend. Ich bin seit dem 01.04.22 in Rente, ohne Bescheid und ohne Geld. Keine Info, dass es vielleicht etwas länger dauern würde oder länger gehen würde. Ich kann meine Miete nicht mehr zahlen. Welche Bank, welcher Vermieter macht das auf kurze oder längere Zeit mit? Und ich bin wütend, weil der Staat sich um diese Probleme nicht annimmt. Es sind ja nur die Rentnerinnen. Mein Frust ist heute besonders groß und ich weiß nicht, wann mein Antrag bearbeitet wird. Können Sie mir helfen? Wir hoffen, dass Sie seit Ihrer Mailanfrage den Rentenbescheid erhalten haben. Wenn nicht, dann drohen Sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde an und beschweren Sie sich bei Ihrer Rentenversicherung über den entsprechenden Mitarbeiter oder Sie wenden sich bitte an das Bundesamt für Soziales. Was für mich unerklärlich ist, dass die Deutsche Rentenversicherung Sie nicht auf Ihre Rechte hinweist, nämlich auf das Recht zur Vorschussleistung für Ihre Rente. Verlangen Sie bitte umgehend, wenn Sie noch nicht Ihr Geld bekommen haben, einen Vorschuss auf die Rentenleistung. § 42 SGB I gibt Ihnen dieses Recht. Stellen Sie bitte einen schriftlichen Antrag. Und zwar machen Sie das bitte sofort, denn jeder Tag zählt. Vorschüsse nach § 42 stehen jedem zu, besteht ein Anspruch auf eine Geldleistung dem Grunde nach und ist zur Feststellung seiner Höhe voraussichtlich längerer Zeit erforderlich, kann der zuständige Leistungsträger Vorschüsse zahlen, deren Höhe er nach pflichtgemäßen Ermessen bestimmt. Er hat die Vorschüsse nach Satz 1 zu zahlen, wenn der Berechtigte es beantragt. Deshalb muss Ihnen die DAV die Vorschussleistung zahlen auf die Rente. Denn es ist ja klar, dass bis zu einem bestimmten Punkt in Ihrem Versicherungsverlauf Daten eingetragen sind. Und bis dahin kann die Rentenversicherung rechnen. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann zahlt sie Ihnen meinetwegen erstmal als Vorschussleistung eine vielleicht auch geringere Rente aus. Und kann dann mit der Abschlussberechnung hier entsprechend die Dinge richtigstellen. Und das erleben wir häufiger bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee, die da sehr großzügig und auch ohne Antragstellung für eine Vorschussleistung unseren Kunden hier entsprechende Rentenvorschüsse zahlt, bis klar ist, wie hoch die Rente dann wirklich zum Schluss ist. Ich selber habe in verschiedenen Telefonaten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Rentenversicherung erfahren, dass es wohl eine interne Dienstanweisung gibt, dass Renten erst bewilligt und ausgezahlt werden sollen, wenn alle Daten durch die Mitarbeiter erfasst sind. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann geht es ja zu Lasten des Versicherten, wenn irgendein Mitarbeiter, zum Beispiel in der Rentenversicherung, der gerade diesen Rentenantrag bearbeitet, krank wird, die Akte bleibt liegen und wird nicht mehr bearbeitet. Oder wenn der Arbeitgeber einfach die letzten Meldungen zum Lohn nicht macht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung, wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen Ihr Gehalt nicht pünktlich auszahlt? Liebe Kundin von rentenbescheid24.de, setzen Sie sich bitte zur Wehr, beantragen Sie den Vorschuss auf die Rente und beschweren Sie sich bitte beim Bundesamt für Soziales. Glauben Sie mir, das wird für den betreffenden Mitarbeiter der DAV oder Ihrer Rentenversicherung unangenehm. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.